Alles gut. Von Thomas Drosser. Das ist eine persönliche Entscheidung meines Bundesgeschäftsführers, die er gestern, heute getroffen hat. Er hat mich in der Früh informiert. Ich nehme das selbstverständlich zur Kenntnis, möchte mich aber bei ihm bedanken für die Monate der guten Zusammenarbeit, seines Engagements und vor allem der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ist es für Sie überraschend gekommen? Natürlich, weil es eine persönliche Entscheidung, die er mir heute in der Früh mitgeteilt hat, ist überraschend, aber ist zur Kenntnis zu nehmen. Wird es weitere persönliche oder personelle Konsequenzen geben, das konkret zu drücken? Gehe ich jetzt nicht davon aus. Wie geht es Ihnen in Nachfolge? Bitte? Wer soll ihm denn nachfolgen? Wir haben jetzt Sitzungen und so wie es in der Vergangenheit üblich war, ist es immer im Bereich der Bundesvorsitzenden oder des Bundesvorsitzenden, den oder die Bundesgeschäftsführerin auch sich auszusuchen. Das war immer so in der SPÖ und das wird auch künftig so sein. Haben Sie sich denn jetzt ändern in der SPÖ? Wir werden jetzt, so wie alle Parteien, das ist, glaube ich, nichts Überraschendes, am Tag nach der Wahl in die Analyse der Wahlergebnisse einsteigen und dann diskutieren. Und ich werde Ihnen nachher noch ein Statement geben. Wie rasch wird es Ihnen eine Nachfolge geben für Thomas Drosser? Heute schon? Zügig. Heute? Ja, und geht die SPÖ jetzt in Opposition?